Im Schloss Karlsruhe hat Mitte November ein besonderes Konzert stattgefunden. Die Pianisten Mitsuko und Volker Eckerle haben ihre Debüt-CD beim Label Naxos vorgestellt. Der Erstling hat einen schlichten Titel. Er heißt einfach Walzer. Seit 2006 treten Mitsuko und Volker Eckerle als Klavierduo in ganz Deutschland auf. Für die Zuhörer in Karlsruhe dürfte dieses Konzert besonders spannend gewesen sein, denn die beiden Pianisten wohnen und arbeiten in dieser Stadt. Ich bin gebürtiger Karlsruher und mich hat es nach dem Studium an der Musikhochschule Freiburg auch wieder nach Karlsruhe verschlagen. Und zwar unterrichte ich am Badischen Konservatorium und wir leben gerne hier und dann kam eins zum anderen. Es war eben naheliegend, diese Gattung Walzer in einem Schloss, in diesem wunderschönen Gartensaal des Karlsruher Schlosses zu präsentieren. Im Konzert spielten die beiden Pianisten nur eine Auswahl aus ihrem umfangreichen Walzerrepertoire. Aber wie kommt man überhaupt darauf, eine ganze CD nur einer einzigen Gattung zu widmen? Wir hatten die Idee, für unsere eigene Hochzeit Walzer zu spielen, weil wir nicht Walzer tanzen können. Es kam eins zum anderen, wir haben geschaut, wer hat Walzer komponiert und dann haben wir was ganz Besonderes in unserem Notenschrank gefunden, und zwar die 8 Walzer von Antonin Dvorak. Und die Recherchen haben ergeben, dass die bis jetzt nicht eingespielt wurden. Am meisten im Gedächtnis geblieben sind mir die Dvorak-Walzer. Warum? Weil das für mich ganz neue Dinge waren, die ich so nicht gekannte. Aber so ein bisschen hat man dann schon gemerkt, ja, es ist Dvorak, obwohl man, nicht wusste, dass er auch Walzer geschrieben hat. Und mir das hat mir besonders gut gefallen, muss ich sagen. Außer den Dvorak-Walzern hatte das Klavierduo noch andere Raritäten im Programm. Zum Beispiel die Walzer des Karlsruher Komponisten Wolfgang Riem. Ich musste mich zusammennehmen, um nicht mitzuschwingen. So hat mich der Dreivierteltakt von Anfang an bewegt. Ja, also bei Riem war ich überrascht. Das habe ich mir anders vorgestellt. Ich kenne relativ viele Werke von ihm und das war wirklich eher grob. Positive Überraschung. Wer hoffte, den Komponisten später noch am Signierstand zu treffen, wurde enttäuscht. Auch die Presse suchte man vergebens. Immerhin 150 Zuhörer kamen ins Konzert, unter ihnen erstaunlich viele Kinder. Ja, ich fand es sehr gut. Die ersten 4 Teile waren noch sehr schön und es war auch alles schön, es war halt schön strukturiert. Nur die Pause war halt, denke ich, zu früh. Die hätte man ein bisschen später machen müssen. Wie fandest du es denn? Auch gut. Hat Mama gesagt, du sollst herkommen oder wolltest du auch herkommen? Ja. Insgesamt ein schönes Konzert. Und auch wenn der Funke für manchen nicht so ganz überspringen wollte, man darf gespannt sein, welche Stücke sich das Klavierduo als nächstes vornimmt.